Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 LSPD FR. Ich bin der Dennis und ich freue mich, dass du auch heute eingestellt hast bei unserem obligatorischen Anfang. Und ihr könnt unten rechts schon erkennen, wir spielen mit der neuesten Version vom Rage Plugin Hook, welches kürzlich veröffentlicht wurde. Und ich habe tatsächlich alle Mods deinstalliert und neu installiert. Das war ein Krampf. Und auf eure Kommentare gehört. Ihr wolltet ja, dass wir mal ein bisschen als Nosy spielen, hier als ihn hier. Und das werden wir natürlich heute auch machen in dieser Folge. Es gibt unterschiedliche Einsätze inzwischen, die ich auch noch installiert habe. Unter anderem kann es sein, dass es mal einen Terroranschlag gibt. Dann gibt es Flugzeug, Helikopterabsturz und so weiter. Es gibt richtig viel Kram inzwischen, den ich heute mit euch teilen möchte. Also ich weiß ja nicht, was passiert. Und ich werde mich aber bald versetzen lassen Richtung... Ja, guck mal, jetzt sind wir, genau, wir sind jetzt ein News-Mitarbeiter. Ich werde mich versetzen lassen. Oh, wir müssen natürlich eigentlich hier in der Police Station warten, bis wir einen Einsatz haben. In Richtung Blaine County, um mal wieder da ein paar Einsätze machen. Denn da gibt es richtig krasse Sachen, wie zum Beispiel, dass Leute von Tieren angefallen werden und so weiter. Und hier ist ja zurzeit, nö. Was ist das denn hier? Ah, okay. So. Auto können wir ausmachen so lange. Und jetzt warten wir auf unseren Einsatz. Broken down vehicle. Das können die Kollegen von der Streife übernehmen, denn als News machen wir natürlich nur Sachen wie Kidnapping, Banküberfälle und sowas alles. Deswegen müssen wir jetzt mal ein bisschen warten. Wir warten. Ja, und in der Zeit, während wir warten, habe ich eine wichtige Thematik anzusprechen. Und zwar habe ich ja schon mal gesagt, dass ihr bitte darauf achten solltet, wie ihr eure Kommentare verfasst. Das ist in letzter Zeit ein bisschen sehr ärgerlich für mich geworden, da einfach Leute sowas irgendwie reinschreiben wie SWAT. Überhaupt gar keinen Bezug, anstatt einen kompletten Satz zu bilden. Und da das der Fall ist, werde ich diese Kommentare einfach löschen, beziehungsweise wenn Leute auch Erster und so weiter schreiben, denjenigen bannen. Genau, wenn man unter andere User, unter andere Let's Plays schreibt, wann kommt GTA oder das andersrum macht, da werde ich auch direkt handeln, weil Leute, bitte haltet euch doch mal an 5 Regeln auf YouTube. Verfasst Kommentare nur, wenn ihr wollt. Wenn ihr da ein Thema bezogen wollt, fordert nichts, achtet auf eure Rechtschreibung, schreibt nicht unter anderen Videos, wann was kommt und benehmt euch. Ja, und das ist in letzter Zeit nicht mehr der Fall gewesen und deswegen bin ich da ein bisschen, ich bin sogar am überlegen, ob ich die Kommentare abschalten sollte bei manchen Folgen. Also, benehmt euch bitte, ich kann es echt nur sagen. Und wir haben unseren ersten Einsatz, ein Kidnapping. So. Fahren wir rüber, Gunshot Reporter, also da wird auch rumgeschossen und wir als News können ihn eigentlich direkt hier abfangen. Bei der uns natürlich hier schneller überholt. Warum steht denn da jemand? Weg da, weg da, weg da. Ja gut, es war nicht so schlau, hier durchzufahren, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, dann haben natürlich noch einige, wie soll man in der Ego-Perspektive spielen? Ja, was denn jetzt? Ego-Perspektive, keine Ego-Perspektive. Werdet euch mal einig da in den Kommentaren. So. Okay. Die Jungs von dem Police Department hängen dem schon an den Fersen. Wir fahren jetzt auch mal hinterher. Er fährt hier hoch, okay. Gucken, dass wir denn diesmal Leben kriegen. Das wäre natürlich richtig schön. Weil töten ist immer so eine Sache, das mag ich eigentlich so. Also, wenn ich als Officer spiele. Wir kommen da nicht so gut hinterher, weil überall die Autos hier quer auf der Straße stehen. Aber wir rücken ein bisschen heran. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und der Kollege da vorne, die beiden Jungs, die Partner da, die geben auch schon richtig Gas. Und wir natürlich auch. So. Okay, wir kleben den am Arsch. Okay, die machen, die sagen gerade, dass er stehen bleiben soll. Wo will der denn hin? Boah! Alter, das war richtig knapp für den. Wenn er ein bisschen, ein paar Sekunden später, der wäre hier runtergebrettert. Go, go, go. Habe ich die Waffe in der Hand? Nein. Raus da, raus da, raus da, raus da. Alter. Fall gelöst. War ein mega Unfall hier. So, Straße wird abgesperrt. Einmal durchfahren, bitte. So. Polizeiwagen zur Seite. Oh, what the fuck? Habe ich einen Platten? Haben die mir einen Platten geschossen?
Warte mal, ich muss das hier eigentlich auflösen. So. Straßensperre muss nur hier auf die Seite. So. Damit hier keiner reinfällt. Was machen die denn da? Okay, wir brauchen erstmal jetzt den Corona. So. Ja, einige haben sich auch beschwert, dass ich mal den Gerichtsmedizin hole. Den brauchen wir logischerweise, damit, damit hier kein Dings mehr, keine Leiche mehr rumliegt. Und wir brauchen einen Abschlepper. Hä, was macht der? Hä? Das ist doch die... Das ist doch die Geisel. Okay, der will anscheinend wegfahren. Okay, Jungs, mach das mal. Mega Stau hier jetzt gerade. Vorsicht, ey. So. Ich hoffe, der steigt jetzt mal in seinen Polizeiwagen und fährt ihn weg. Der blockiert nämlich den ganzen Weg. Okay, Straßensperre aufheben. So, das haben wir doch gut gelöst, die Geiselnahme. Ich habe mal hier zur Seite, um zu gucken, ob der... Die fahren alle. Was ich noch geil finden würde, ist, wenn man anschließend so einen Bericht und so schreiben müsste, ne? Das wäre doch auch ein bisschen realistischer. Aber gut. Ja, den Fall haben wir doch gut gelöst. Wobei, ein Todesopfer. Ich wollte den ja eigentlich festnehmen. Wenn man es geklappt. Mann. Hier zur späten Stunde passieren solche Sachen. Ich finde es ja als News ganz cool, aber ich finde als LSPD-Officer irgendwie finde ich die Atmosphäre geiler so, wenn man so weiß, man ist so in seinem Polizeiwagen und so. Man kann leider noch keinen Partner nehmen, weil einige meinten ja, manche haben Partner. Das ist bei der Police-Mod so. Es gibt noch die Police-Mod, das ist eine alternative Mod, die habe ich auch schon vorgestellt. Könnt ihr euch mal ansehen, da hat man sogar ein Hündchen, wenn man möchte. Ne, aber der kann leider nicht mitfahren. Oh Gott. Wie schnell fahren wir denn jetzt hier gerade? Ein Terrorist-Attack? Okay. Gunfire reported. Alter, ein Terroranschlag am Flughafen. Ein Terroranschlag am Flughafen? Okay, weg da. Wir müssen leider mal... Alter, da sind die. Oh. Alter. Kann mir durchfahren lassen hier. Bitte nicht mehr durchfahren. Alter, wir müssen in Deckung gehen. Wir brauchen Verstärkung. Nein, nicht Drink Coffee. Okay. Wie viele sind denn das? Einen habe ich. Roger that. Target last seen heading eastbound on Lockport. Haben wir? Suspect is heading east. Trefft ihn nicht, der ist so weit weg. Die Kollegen treffen ein. This is air support. We have him heading west. Suspect is on foot. Okay, wo ist derjenige noch? Alter! Ich seh den nicht. Ach, wir haben sie alle. Okay. Alter Schwede, was war das denn jetzt? Gott, wie viele Todesopfer haben wir denn jetzt hier? Ja, hier müssen wir auf jeden Fall zumachen. Boah. What the fuck, Alter? So, hier brauchen wir auf jeden Fall erstmal jemanden, der die Leichen beseitigt. Keine Durchfahrt mehr, Leute. Stehen bleiben. Krasser Scheiß, ey. Warte mal, die andere Seite sperre ich auch gerade mal. Die drängen sich hier durch. Und hier ist ja gerade ein Terroranschlag passiert, dann soll man den durchfahren. Huch. So, da müssen wir das auch noch zumachen. Da ist ein Krankenwagen. Oh Gott. Krankenwagen ist auch noch da. So, der Corona, der muss eine Runde drehen, also die Gerichtsmediziner.
Wir müssen die Leichen auf jeden Fall hier beseitigen lassen. Alter Schwede. Das war ja jetzt gerade ein Mega-Anschlag hier. Wie viele Leute waren das? Gott sei Dank war es nicht direkt am Flughafen. So, da ist, sind die Jungs. Ach, der steht doch direkt hier. Oh. Ey, das finde ich manchmal bescheuert bei der Mod. So, warte mal. Wie laufe ich denn, ey? Warte mal, wir müssen den nochmal rufen. Brauchen den auf jeden Fall hier. Ah. Wow. Da ist er. Komm, fahr rückwärts. Hä? Ah, der liegt als Leichen und die fahren dann wieder durch. So, stehen bleiben jetzt hier mal. Wo fährt denn der jetzt? Check's nicht. Warte mal, einmal probier's noch, sonst lassen wir das. Sonst ist es hier verbuggt. So, da ist er, da. So, der muss jetzt hier auf die andere Seite, das ist ein bisschen problematisch. Ah, da scheinen die. Scheinen die aus. Warte mal, ich mach da. Warum fahren die denn hier durch? Okay, jetzt aber. So, jetzt beseitigen wir erstmal hier die ganzen. Alter Schwede. Ja, ihr dürft sofort weiterfahren, immer mit der Ruhe. Ich kann doch nicht die Straße hier fallen, als wenn hier überall Leichen rumliegen. Wie viel waren das jetzt? 1, 2, 3. Wie viele Leichen haben wir denn hier? 4. 5. 6 Tote. Krass. Aber kein Police Officer, oder? Ja, ich warte jetzt, bis das. Also, ich weiß, manche mögen das nicht, aber wir müssen immer warten, bis hier alles frei ist. Wir wollen das ja ein bisschen realistisch machen. Ich glaube, wir hätten die Straße weiter hinten absperren müssen, sehe ich gerade. Okay, wir haben es jetzt gleich. Okay, die haben. Jungs, hier sie. Hier liegen noch zwei. Warte, ich lasse die erstmal abhauen. Okay, dann fordern wir nochmal einen an. Ich will gerne, dass auch die beiden Leichen weg sind. Komm, wenn wir schon so fair sind, dann. Ach, der ist unten gespawnt. Gut. Die werden dann despawnen hier. Das kann man nicht anders machen. Das ist ein bisschen blöd hier mit der Position. So, ich fahre meinen Polizeiwagen weg, der wirklich voll im Arsch ist. Also mein. Okay. Terroranschlag, alter Schwede. So, ich würde gerne mich sowieso am Flughafen stationieren lassen, weil ich da nämlich ich drehe jetzt auch mal kackendreist hier, weil ich nämlich dort die Einsätze für die Flughafenpolizei mit übernehmen will. Ich weiß, ich kann mein Auto jetzt inzwischen per Konsole reparieren, aber mache ich nicht, weil ich finde, das ist mega unrealistisch. Auch wenn bei GTA vieles unrealistisch ist, aber man muss es ja nicht noch da übertreiben. So, wir müssen jetzt hier abfahren gleich. Grand Theft Auto. Hier ist Los Santos International Airport, okay. Rechts rum. Jetzt fahren wir erstmal zur Police Station, die hier ist. Guck mal, wo kommen wir da am besten hin? Warte mal. Hier runter. Wir müssen hier runterfahren. Ja, Blinker brauche ich gar nicht mehr anmachen. Also ich habe ja seit Ewigkeiten so einen EMB-Mod drauf, ne? Und ich finde, der macht das Spiel immer noch so hübsch, ey. Beim Tagsüber sieht das richtig gut aus. Ich kann euch den echt empfehlen, da habe ich mal ein Video zu gemacht. Ihr müsst mal echt in dieser Mod-Playlist gucken. Der ist nämlich, der macht das ganze Bild schärfer und so weiter. Mace Bank, ja, wir müssen jetzt nach rechts zum Police Station. Am Hafen waren wir zum Beispiel, es gibt noch so viele Orte, wo wir mal hingehen können. Echt krass. Ich hätte es natürlich einfach haben können. Ich mache jetzt gerade mega den Umweg. Ich weiß es selber. Weg da. Oh, sorry. So, weil wir jetzt so lange fahren, mache ich die Folge natürlich ein paar Minütchen länger. Wie kommen wir denn jetzt im Flug? Bin ich jetzt doof? Warte mal. Ah.
toll, jetzt bin ich einmal außen rumgefahren. Ich Genius. Ich muss da runter. Hätten wir auch einfacher haben können. Mhm. So, jetzt sind wir am Flughafen. Meine Herren. Guck mal, wir können hier abfahren. So. Eine Bitte noch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Let's Play generell euren Freunden mal weiterempfehlen würdet. Das würde mich sehr freuen, weil ich finde, das ist ein bisschen einzigartig auf YouTube, weil nicht jeder spielt diese Polizeimod. Ich würde mich freuen, wenn da ganz, ganz viele mal zusehen. Also tun sie jetzt schon. Und ich finde das nämlich ganz cool, wie sich halt einige daran beteiligen. Ich habe ja gesagt, manche können das nicht so gut. Aber es gibt viele, die dann noch Tipps vorschlagen und so weiter. Und das finde ich sehr, sehr nett. Vielen Dank dafür. So, jetzt bringen wir erstmal unseren Polizeiwagen hier hin. So, dann speichern wir mal ganz kurz gleich hier. Denn hier werden wir jetzt unseren Dienst antreten. In den nächsten Folgen am Flughafen für News. Mal gucken, was hier so passiert. Anschläge verhindern und sonstiges. So, dann mal durch hier. Warte mal, ich muss den Polizeiwagen mal hier irgendwo parken. So, den können wir aber tatsächlich reparieren. Ich repariere mal eben, komm. Repair. Oh, dazu soll ich schon in das Auto einsteigen. Jetzt, Repair. So. Ah. Endlich geschafft. Boah, was ein Tag, ne? Illegal Street Race. Ja, das müssen wir nicht machen. Das machen unsere Kollegen. Ah, so schönes Wetter, ne? Hier am Flughafen. Schon wieder, Alter. Was ist denn da los? Oh, jetzt direkt am Flughafen. Ja, schön, wenn wir mal einen Terrorist kriegen könnten, ey. Könnte man den schön verhören. Also nicht wir, aber die Kollegen. Alter, das ist ja direkt hier am Flughafen. Du Scheiße. Boah. Warte mal, das lösen wir diesmal anders. Pass mal auf. Boah. Scheiße, ich brauche Munition. Ah, fuck, warum gucke ich denn? Mann, ich bin tot! Nein! Aber egal. Wir müssten eigentlich in der Nähe des Krankenhauses, in der Nähe des Flughafens spawnen. Aber die Munition, wenn es noch gerichtet ist. Okay, wir müssen da ganz schnell hin. Ich brauche ein Auto, ich brauche ein Auto. Hier, der ist doch gut, der hier ist gut, der ist gut. Stehen bleiben. Im Namen des Gesetzes, ich brauche hier einen Wagen. Raus da. Wir haben einen Terroranschlag hier in Los Santos. Bitte hauen Sie ab. Die Musik passt gerade super. Machen wir das Radio aus. So, ich fahre da nochmal rüber. Ah, Mann, ey, wir sind echt weiter weg gespawnt. Im Krankenhaus ist sehr weiter weg vom Flughafen. Wir müssen jetzt noch rüberfahren. Weg da, weg da, weg da. Okay, wir sind gleich da. So wie ich das sehe, gibt es noch ein Ziel oder was? Bin mir nicht sicher. Aber die anderen. Ne, mehrere. Okay, ich sehe es. Boah, da haben wir gerade geschlampt. Scheiße, ey. Der Terrorist machen wir direkt einen kurzen Prozess mit. Boah, mega Schusswechsel. Weg da. Weg da. So, ich hole mal Luftunterstützung. Das können wir nämlich ganz schnell regeln. Oh, da ist ein Officer down, okay. Boah, wie SWATs hier weggeblasen werden. Was ist denn hier los? Jungs, Alter, ihr seid eine Elite-Einheit. Zeigt das doch mal. Oh, die haben es geschafft. Alle leben, alle leben. Alle lebendig hier. So,
So, warte mal. Stopp. Ich wieder mit meiner Barriere. Zack. Stopp. Keine Durchfahrt mehr. Hier ist ein Terroranschlag passiert, meine Freunde. Oh. Entschuldigung. Alter Schwede. Hier müssen wir die Straße auch sperren. Stehen bleiben. Ne, das Taxi lassen wir nur durch. Hä? Diese Musik, ne? Okay, wir brauchen den Gerichtsmediziner. Diesmal hoffentlich kommt er. Ja, fahr ruhig durch. Ist ja nicht so, dass hier eine Leiche liegt, ne? So. Okay, wir warten mal. Der müsste jetzt hier im Moment hier langkommen. Das Doofe ist immer, der muss hier an die Verkehrsregeln ran. Guck mal, wo der jetzt hinfährt. Statt er einfach hier... Oh, jetzt fährt er einen großen Bogen. Ich versuch mal was anderes. Das ist ein bisschen buggy noch, ey. So, die lassen wir mal durchfahren. Okay, mal gucken, wo der jetzt spawnt. Auch da hinten. Ach, das ist doch scheiße. Ah, seht ihr in unseren Gesichtern die Sorgenfalten? Pass auf. Hier darf man nicht durchfahren. Da, wo die Leichen liegen, darf man nicht durchfahren. Wäre gut, wenn man die Leichen ziehen könnte. Den lass mal durch. Fahr, komm. Fahr! Durchfahren. Fahr durch. So. Ich versuche nochmal hier. Ey, das gibt's doch gar nicht. Komm jetzt! Na, das kann man vergessen. Ja, auf jeden Fall war das eine neue Folge GTA 5 LSPDFR mit einem Terroranschlag. Zwei Stück und so weiter, was hier los ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Episode dabei seid. Macht einen Daumen hoch und haltet euch an die Regeln. Bis dahin. Bis morgen zur nächsten Folge. Ciao.